Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Anfangs dieses Videos möchte ich gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Infobox aufmerksam machen, die sich unterhalb von diesem Video befindet. Ihr findet in dieser Infobox zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende und könnt sie euch dort genauer anschauen, wenn ihr möchtet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links sowie meiner E-Mail-Adresse. Info- und Special Videos könnt ihr dort ebenso finden, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading steht da unten verlinkt, genauso wie auch das weiterführende Reading über diese Legung hier. Könnt ihr euch dort im Resonanz- und im Interessenfall natürlich auch gerne ansehen. In einem allgemeinen Reading gibt es manche Grundregeln, zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten geschlechtlich neutral gedeutet werden und dass es häufig auch vorkommen kann, dass die Rollen vertauscht sind. Ich würde mich natürlich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, wenn ihr die eine Lebenssekunde entbehren könnt. Genauso wie über ein Abonnement, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit auf jeden Fall viel anfangen. Euch kommt es natürlich nicht zum Nachteil. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude und Vergnügen bei dem Reading. So, liebe Löwen, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie wie gewohnt gemeinsam auf. Den Esel können wir hier schon sehen, das ist euer Krafttier für diese Zeitspanne. Und die Eigenwilligkeit ist eure Hauptenergie. Deine Vorhaben werden anders laufen als geplant. Öffne dich für die göttliche Führung. Ihr habt hier also etwas vor, liebe Löwen. Ihr habt einen Plan, ihr habt ein Ziel, ihr habt möglicherweise auch eine Strategie, um etwas umzusetzen. Das kann natürlich in jedem Bereich eures Lebens noch dargestellt sein. Das werden mir die Karten gleich genauer verraten. Aber die Eigenwilligkeit hier besagt schon, dass es vielleicht nicht so abläuft, wie ihr es gerne hättet, liebe Löwen. Ich kann jetzt hier natürlich gleich den Begriff Schicksal in den Mund nehmen und es bedeutet, es passiert das, was passieren soll und nicht immer passiert das, was man gerne hätte. Definitiv passiert es aber auch manchmal aus heiterem Himmel, dass etwas einem zugute kommt. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, liegt auch im Auge des Betrachters und es ist mal positiv und mal negativ. Die Eigenwilligkeit ist hier dieses auf meine Art oder gar nicht. Dieses Verbissene könnte ich mir gut und gerne vorstellen. Das könnte einige von euch hier noch etwas zu schaffen machen. Das sind natürlich jetzt lediglich Vermutungen. Und da möchte ich mir jetzt die Karten genauer anschauen. Die Sechs der Kelche. Die Sechs der Kelche ist eine ganz klassische Nostalgiekarte. Sie deutet hier auf eine schöne Zeit in der Vergangenheit hin, die man meist in Zweisamkeit hat erleben dürfen. In Nostalgie schwelgen oder in Erinnerungen schwelgen, sagt man natürlich auch sehr gerne. Viele von euch vermissen möglicherweise auch eine Zeit, die sich mal sehr viel besser anfühlte als die Zeit, in der ihr im Moment euch befindet. Das möchte ich mir natürlich noch genauer ansehen. Und tatsächlich mit den Fünf der Kelche ist hier schon ein derartiges Szenario durchaus denkbar, denn die Fünf der Kelche folgt hier auf die Sechs der Kelche. Die Fünf der Kelche ist ebenso eine Vergangenheitskarte. Aber bei den Fünf der Kelchen, da vermisst man etwas, da bereut man möglicherweise sogar etwas, etwas getan zu haben, vielleicht auch etwas genau nicht getan zu haben. Die Fünf der Kelche hat etwas damit zu tun, dass man sich hier möglicherweise auch untröstlich gibt, dass man sich möglicherweise in einer Trauer befindet, beziehungsweise auch in einem Trübsalmodus, sage ich da immer sehr, sehr gerne, befindet. Gerade dann, wenn man hier viel an die schöne Zeit zurückdenkt, da vermisst man auch, da bereut man auch, da wünscht man sich natürlich diese Zeit wieder zurück. Mit den Fünf der Kelchen ist hier manchmal auch der falsche Fokus dargestellt. Das bedeutet dann, dass man sich auf etwas ganz Bestimmtes konzentriert und etwas anderes dabei außer Acht lässt oder als eine Art Nebensächlichkeit behandelt. Da gilt es dann sozusagen, flexibel zu sein, das wäre das eine, oder eben die richtige Gewichtung für einen selbst zu finden, das wäre das andere. Im Moment meine ich, da ich hier schon zwei Vergangenheitskarten habe, dass viele von euch hier vielleicht nicht ganz weitermachen, sondern viel zurückdenken. Vielleicht sitzen sie fest in der Vergangenheit oder es kann hier gut und gerne sein, dass man hier händeringend versucht, einen Umstand, der schon einmal präsent war, in Zukunft wieder zu realisieren, wieder zu erreichen. Das könnte beispielsweise eurem Vorhaben hier gleichkommen. Das möchte ich mir noch genauer anschauen. Die Liebenden. Die Liebenden in der Mitte des Readings stellt häufig dann eine zwischenmenschliche Verbindung natürlich dar.
Eine zwischenmenschliche Verbindung bedeutet nicht immer gleich eine zwischenmenschliche Partnerschaft. Verbindung, Partnerschaft, Freundschaft, es kann natürlich sehr individuell gedeutet werden. Es scheint hier aber vorrangig euch und einen ganz bestimmten Menschen in diesem Reading zu betreffen. Dieser Verlust, ja, diese Trauer oder dieses Verlustdenken hier. Möglicherweise habt ihr hier einen Menschen verloren, der euch ans Herz gewachsen ist. Möglicherweise, ja, bezog sich das in der Vergangenheit auf eine Partnerschaft und euer Partner, eure Partnerin oder Ex-Partner, Ex-Partnerin, müsste man jetzt vielleicht auch sagen, hat irgendwann das Weite gesucht, hat euch irgendwann nicht mehr gewollt. Möglicherweise lief es zwischen euch beiden schlichtweg nicht mehr so wie noch anfangs. Das kann ich mir hier so sehr gut vorstellen. Sechs Kelche, fünf Kelche heißt Reduzierung von Gefühlen und Emotionen. Und dass die Liebenden hier in der Mitte des Readings sind, ist ein deutliches Signal dafür, dass es sich hier um den zwischenmenschlichen Bereich dreht. Die Liebenden haben auch einen Engel abgebildet. Engel im Tarot haben noch eine ganz spezielle Deutung, aber da werde ich euch noch mehr darüber erzählen, wenn ich jetzt hier noch mehr Engelskarten bekomme. Es scheint hier aber das zentrale Thema zu sein, der Bezug zwischen euch und wahrscheinlich einem potenziell ganz bestimmten Menschen, den ich hier in dem Herrscher wahrscheinlich auch sehr gut entdecken kann. Der Herrscher ist ganz klassisch im Tarot das Gegenüber. Es ist ein Mensch, dem ihr höhere Gewichtung zuschreibt, ein Mensch, der euch sehr wichtig ist, ein Mensch, der von größerer Bedeutung für euch ist. Und immer noch möchte ich betonen, dass das nicht unbedingt mit der Liebe in Verbindung stehen muss für jeden Einzelnen von euch. Der Herrscher kann genauso euer Vater, eure Mutter oder ein anderes Familienmitglied sein, genauso wie die beste Freundin oder der beste Freund oder eine sehr hochwertgeschätzte Person in eurem erweiterten Umfeld. Der Herrscher ist jemand, den man hier gut und gerne vermissen könnte. Das sagt mir hier auch schon die Spiegelung auf die 5 der Kelche. Möglicherweise bereuen viele von euch, etwas in Bezug zu diesen Menschen getan zu haben in der Vergangenheit oder unterlassen zu haben in der Vergangenheit. Man kann sich das Ganze genau auch umdrehen. Und dann bedeutet es, dass man hier traurig darüber ist, was dieser Herrscher in der Vergangenheit euch angetan hat. Auch so kann man das sehen, eher dann aus der passiven Sichtweise, aber das kann genauso gut für viele von euch hier auch so dargestellt sein. Das zentrale Thema zwischen diesen beiden Energien ist immer noch die Liebenden. Also man könnte hier gut und gerne vom zwischenmenschlichen Korb beispielsweise sprechen. Man könnte hier sagen, die Gefühle wurden anfangs erfüllt, aber nach einer geraumen Zeit nicht mehr erfüllt. Das anfängliche Schmetterlinge im Bauch haben, ist hier potenziell irgendwann dann verflogen. Und es mag zu einer hässlichen Trennung gekommen sein, es mag zu einer beidseitigen, einvernehmenden Trennung gekommen sein, das kann sehr unterschiedlich sein. Es geht hier nicht unbedingt um die Vergangenheit, was genau da passiert ist, sondern es geht um eure Vorhaben, was genau auf Basis dieser vergangenen Ereignisse ihr jetzt sozusagen tun möchtet. Hier haben wir den Gehängten. Der Gehängte ist hier nicht unbedingt das Umdenken, so wie ich es im Moment interpretiere. Eher steht er für eine Stagnation. Stagnation, sich im Kreis drehen, festsitzen, festhängen. Das ist etwas, was ich hier vorhin schon vermutet habe. Der Gehängte auf die 6. Kelche, festsitzen oder feststecken in der Vergangenheit, das Vermissen dieser schönen Zeit. Das ist auch etwas, was viele von euch wahrscheinlich als Vorhaben dann hernehmen, um genau so etwas wieder erreichen zu können. Vielleicht mit dem gleichen Menschen, vielleicht auch mit einem anderen Menschen, aber definitiv diese erfüllte Zweisamkeit, die scheint mir hier euer Vorhaben zu sein, liebe Löwen. Die 8 der Stäbe. Die 8 der Stäbe ist eine ganz klassische Konversations- und Kommunikationskarte. Es geht hier um Gespräche, um Textnachrichten, um Mails, um Telefonate oder um eben ja Augen-Augen-Gespräche. Da kann man hier gut und gerne davon sprechen, dass dadurch etwas ins Rollen kommt. Eine ja vielleicht wichtige Information, möglicherweise auch so etwas wie eine Bittstellung oder eine Frage kann das direkt auch sein. Die scheint hier etwas ja zum Laufen zu bringen, etwas zu entfachen, könnte man tatsächlich sagen. Ich spreche hier gerne von einem Informationsaustausch. Und diese Information, die entweder ihr jemanden preisgebt oder euch preisgegeben wird, die scheint hier einiges in die Wege leiten zu sollen. Das ist die Kommunikationskarte, die eben auch etwas entfacht sozusagen. Sie befindet sich im Outcome und es bedeutet, es ist noch Zukunftsmusik. Es wird hier definitiv zu den ein oder anderen Informationen kommen, die euch weitermachen lassen. Auch darüber möchte ich jetzt natürlich versuchen, noch mehr in Erfahrung zu bringen.
Die zwei der Münzen ist eine Karte, die man sehr individuell deuten kann. Sie kann für die Flexibilität stehen, für das Pro und Contra, für und wider. Eine Gegenüberstellung kann man hier entdecken. Zwei der Münzen bedeutet Zweisamkeit, also jede Zweierkarte bedeutet Zweisamkeit, so wie man hier auch schon diese beiden Menschen hier sehen kann. Kann das Ganze natürlich gut und gerne eine zweisame Verbindung in der Vergangenheit darstellen. Die zweite Münzen hat aber auch häufig eine Art Kehrseite der Medaille als Deutungsvariante. Es heißt, nicht alles war gut in der Vergangenheit. Logisch, weil wenn man die Vergangenheit betrauert oder eben vermisst, muss ja irgendetwas passiert sein, was nicht unbedingt annehmlich war. Ganz, ganz logische Angelegenheit. Zwei der Münzen bedeutet aber auch häufig so etwas wie die Tageslaune. Der klassische Wankelmut kann darin dargestellt sein und ich glaube, dass viele von euch, die häufig in Erinnerungen schwelgen, das nicht permanent tun, aber immer mal wieder tun. Und deswegen glaube ich, dass viele von euch auch schon souverän und kompetent genug sind, ja, auf sich alleine gestellt, auch durch den Alltag zu kommen, quasi sozusagen auch alleine zurechtzukommen. Aber wenn man die Wahl hätte, dann würde man sich doch einen wahrscheinlich ganz bestimmten, sehr wertgeschätzten Menschen an der eigenen Seite wünschen, denn dann würde sich vieles leichter anfühlen, besser anfühlen, erfüllender anfühlen. Ich glaube, so oder derart ist euer Mindset, so derart ist eure Gesinnung oder eure Einstellung. Wie gesagt, entweder bezieht es sich bei diesem Herrscher auf den Menschen, mit dem ihr schon in der Vergangenheit sehr viel zu tun hattet, schöne Erinnerungen kreieren konntet, oder es bezieht sich hier auf einen Menschen, der möglicherweise nichts mit eurer Vergangenheit zu tun hat, dann wünscht man sich aber mit diesen Menschen einen Umgang so schöner Natur, so erfüllender und harmonischer Natur, wie man es schon einmal erleben durfte. So kann man das Ganze hier, ja, kurz wie möglich zusammenfassen. Die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist eine Hofkarte im Feuerzeichen. Zu den Hofkarten ist zu sagen, dass hier nicht unbedingt ein Feuerzeichen dargestellt sein muss. Genauso kann das hier ein Wasserzeichen sein, ein Erdzeichen sein oder ein Luftzeichen sein. Wichtig ist es, dass die Charakteristik, die eine Königin der Stäbe in diesem Falle hier aussagt, auf euch oder auf eben andere Menschen in eurem Umfeld bezogen wird. Die Charakteristik einer Königin der Stäbe ist Feurigkeit, Hartnäckigkeit, Leidenschaft, Temperament. Definitiv ist das jemand, der auch sehr sprunghaft sein könnte, sehr spontane Person, häufig attraktiv. Die Königin der Stäbe ist auch jemand, der weiß, andere um den Finger zu wickeln, weiß, welche Knöpfe man bei einem Menschen drücken muss, um möglicherweise ihm oder ihr eine Freude zu machen oder um, ja, vielleicht sogar sich selbst dadurch eine Freude zu machen. Also jemanden um den Finger wickeln kann manchmal positiv und manchmal natürlich eher negativ interpretiert werden. Königin der Stäbe auf die 5 der Kelche. Ich glaube, dass hier viele von euch in einer Art Vermissen sind, in einer Art vielleicht sogar Loslassprozess sich befunden haben, sich vielleicht auch immer noch befinden. Das kann ich mir genauso vorstellen. Das kommt ganz darauf an, da die Zeit eben fließend ist. Aber das, diese Trauer, dieses Vermissen, dieses Bereuen, dieser Mangel, könnte man kurz sagen, bezieht sich auf einen ganz bestimmten Menschen. Und ich glaube, dass entweder dieser Mensch präsent war in eurem Alltag, in eurem Alltäglichen und es jetzt nicht mehr ist, es aber wieder sein soll in der Zukunft, so wäre es hier für die ein oder anderen von euch zu deuten. Manch andere von euch, die vermissen generell die Zweisamkeit, sie vermissen jemanden an der eigenen Seite zu haben. Und ob das jetzt jener Mensch ist, der es in der Vergangenheit vielleicht schon einmal war, das kann für manche von euch davon der Fall sein. Manche von euch wünschen sich aber generell jemanden, der den eigenen Anforderungsprofil quasi entspricht. So etwas wie ein Herrscher, so etwas wie Traummann oder Traumfrau, der dann genau das mitbringt, was man sich erwünscht von einem ganz bestimmten Menschen. Insofern muss, wie auch schon gerade gesagt, dieser Mensch nicht jener Mensch sein, der in eurer Vergangenheit eben schon diese schönen Erinnerungen mit euch zusammen kreiert hat. Das da kann ein Mensch sein, den man sich vorstellt, den man imaginiert, den man manifestiert, von dem man träumt, also Traummann, Traumfrau. Dabei müsst ihr diesen Menschen vielleicht noch gar nicht über den Weg gelaufen sein. Auch das wäre ein Szenario, wie es hier für manche von euch tatsächlich dargestellt sein kann. In der Mitte des Readings auf die Liebenden haben wir nochmals die Liebenden.
Die Liebenden und die Liebenden aufeinander sagt jetzt nicht wirklich sehr viel mehr darüber aus, außer dass es sich hier eben um eine partnerschaftliche, zwischenmenschliche, freundschaftliche, kollegiale, nachbarschaftliche, familiäre etc. Beziehung dreht und handelt. Dass man sich hier beispielsweise eine Art Masche überlegt, um bei jemandem zu landen. Das ist jetzt das allgemeinste und gängigste Beispiel, was ich euch hier geben kann. Möglicherweise befindet sich dieser Herrscher hier auf eurer Arbeit und ihr habt schon so eine gewisse Devise, die ihr an den Tag legt, um eben ihn oder sie von euch zu überzeugen, sein oder ihr Herz zu erobern, sein oder ihre Gunst zu gewinnen. Da geht ihr nach einem bestimmten Maß vor, sozusagen. Da geht ihr nach einer bestimmten Vorgehensweise eben vor. Und ich glaube, dass diese Eigenwilligkeit und die Vorhaben, die ihr hier versucht in die Tat umzusetzen, nicht so funktionieren, wie ihr es euch vorstellt. Achtung, das heißt nicht, dass sie nicht funktionieren werden, eure Vorhaben. Das heißt nur, und hier steht es auch schon, sie werden anders laufen als geplant. Das heißt nicht, das heißt auch nicht, dass das Gegenteil passiert, sondern es wird nicht so passieren, wie man es gerne hätte. Und liebe Löwen, wie oft kommt es im Leben vor, dass etwas so passiert, wie man es gerne gehabt hätte? Ich habe die persönliche Erfahrung gemacht, nicht allzu häufig, aber trotzdem kommt es dann häufig vor, dass etwas, was man sich eigentlich erwünscht hat, trotzdem passiert, wenn auch nicht so, wie man wollte. Ich glaube, ihr sollt hier auf einen Weg geführt werden, den ihr bislang noch nicht eingeschlagen habt. Oder es kann, wie gesagt, auch andersrum sein, dass euer Gegenüber hier auf einen Weg geführt werden soll, den er oder sie bislang noch nicht beschritten hat. Hier haben wir die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe auf den Herrscher geklärt, bedeutet hier für viele von euch, dass bei diesem Herrscher in der Vergangenheit noch etwas Unsolviertes tatsächlich eine Art Problematik darstellen kann. Die 9 der Stäbe ist eine Traumakarte, eine, wie gesagt, klassische Vergangenheitskarte. Es deutet darauf hin, dass man in der Vergangenheit verletzt wurde oder eine Art Narbe oder Wunde bei jemandem aufgrund eines vergangenen Ereignisses hinterlassen wurde. Und das tut dann immer noch sehr weh. Das sieht man nicht nur hier in der Klärung, sondern auch hier in der Spiegelung. Vergangenheitskarte, Reuekarte, Verlustkarte. Und ihr, liebe Löwen mit der Königin der Stäbe, seid darauf geklärt und darauf gespiegelt. Geklärt und gespiegelt auf den jeweiligen Herrscher. Es liegt hier nahe, dass viele von euch es mit einem Menschen zu tun haben, liebe Löwen, der in eurer Vergangenheit schon eine gewisse Präsenz hatte, eine vielleicht sogar tragende Rolle spielte. Für viele von euch ist es hier nicht ausgeschlossen, dass das euer Ex-Partner oder eure Ex-Partnerin ist, mit dem oder der ihr logischerweise diese schöne Zeit hier in der Vergangenheit habt erleben dürfen. Diese schöne Zeit ging irgendwann zur Neige, es kam zum Bruch sozusagen, aber das Vorhaben, das scheint mir hier wieder sich auf denselben Menschen bei vielen von euch beziehen zu können. Für manch andere, für die das hier nicht der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin ist, scheint es mir dennoch ein Mensch zu sein, den viele von euch vielleicht sogar schon beim Namen nennen können. Manche von euch haben lediglich ein Bild von diesen Menschen im inneren geistigen Auge vor sich. Dann hat aber dieser Mensch an sich, also direkt dieser Mensch, hat in seiner oder ihrer Vergangenheit etwas erleben müssen, was ihn oder sie potenziell noch zurückhält, weiterzumachen. Da ist jemand in tiefer Trauer beispielsweise. Da ist jemand vielleicht sogar aufgrund der Ereignisse, die er oder sie in der Vergangenheit hat erleben müssen, heute bindungsunfähig. Das ist jemand, der sich nicht mehr zu jemandem bekennen kann, vielleicht sogar gar nicht mehr das Gefühl bekommen kann, lieben zu können oder geliebt zu werden. Natürlich möchte ich auch darüber noch versuchen, etwas mehr herauszufinden. Okay, also wir haben hier eine sehr grobe Unentschlossenheit. Die 2 der Schwerter und die 2 der Münzen, beide Karten sind in der Deutung recht ähnlich, beide Karten spiegeln hier aufeinander und beide Karten drücken so eine Art Wanken aus, so eine Art Hin und Her überlegen, so eine Art Unschlüssigkeit aus. Gerade auch die 2 der Schwerter, die man auch als Unentschlossenheit oder sogar Entscheidungsunfähigkeit bezeichnen kann, auf den Gehängten geklärt, bedeutet das, dass man sich hier nicht wirklich entscheiden kann, entweder die Zukunft sozusagen willkommen zu heißen, sich auf das einzulassen, was da auf einen zukommt. Das wäre die eine Sache. Aber die andere Seite oder die andere Variante ist jene, die man wahrscheinlich gerade macht,
nämlich dass man die Zukunft auf eine ganz bestimmte Art und Weise gestalten möchte. Dieses klassische My Way or the Highway Prinzip. Das heißt, meine Art oder mein Wille soll durchgesetzt werden, ansonsten brauche ich keine Zukunft. Das sind zwei sehr, ich sage jetzt mal, finale Deutungsvarianten. Es sind zwei sehr umfangreiche Superlative, die man hier nennen könnte. Der Gehängte und die sechste Kelche deuten schon darauf hin, dass es hier eine Art Feststecken in der Vergangenheit gibt. Und um weiterzumachen, möglicherweise mit dem gleichen Menschen, müssen ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Dieser Mensch muss A, ein Einsehen haben, dass er oder sie sich damals daneben benommen hat. B, muss dieser Mensch gereift sein. C, muss dieser Mensch erwachsen geworden sein. D, muss dieser Mensch auf euch zukommen. E, muss dieser Mensch sich erstmal entschuldigen. F, muss er es ernst meinen. Etc. Das sind diese Stichpunkte, die dann erfüllt werden müssen, um eventuell dann auch eine gemeinsame Zukunft weiter realisieren zu können. Und für manche von euch ist dies genau das Vorhaben, was sie hier versuchen durchzusetzen. Und da bin ich bei der Eigenwilligkeit und da bin ich potenziell auch bei den eigenen Vorhaben, die nicht so laufen werden, wie man es gerne hätte oder wie man es sich wünschen würde. Das kann man hier schon deutlich entdecken. Und nochmals gesagt, heißt es nicht, dass das, was ihr im Grunde versucht zu erreichen, auch durchzusetzen ist, wenn auch nicht unbedingt genauso, wie man es sich vorstellt. Und hätte man es nicht ahnen können, habe ich jetzt hier das Rad des Schicksals im Outcome. Das Rad des Schicksals deutet genau auf das hin, was ich euch versucht habe, schon eingangs näher zu bringen. Es wird das passieren, was passieren soll. Und es wird auf die Art und Weise passieren, wie es passieren soll. Und da hat man meistens nur einen ganz, ganz geringen Einfluss darauf. Man hat den Einfluss in dem Sinne, dass man sich für einen Schicksalsweg entscheidet, für eine Machart, für eine Vorgehensweise. Es heißt aber dann nicht, dass wenn man diesen Weg eingeschlagen hat, dass am Ende dieses Weges genau auch das erwünschte Ziel auf einen wartet. Das heißt es nämlich in leider doch schon recht seltenen Fällen. In manchen Fällen kommt man natürlich dann auch bei diesem Weg auf genau das, was man sich vorgestellt hat. Das Rad des Schicksals im Outcome ist A, eine Zeitkarte. Das kann gut und gerne darauf hindeuten, dass dieses Vorhaben, dass dieses Ziel, dieser Wunsch, dieser Traum, dieses Anliegen hier noch eine gewisse Zeit für die Entwicklung braucht oder anders formuliert, dass hier der richtige Zeitpunkt, dass dieses Ziel, dieses Vorhaben auch tatsächlich Realität wird, noch nicht gekommen ist. Und ich betone noch nicht, denn das Rad des Schicksals im Outcome deutet genau darauf hin, dass das in Zukunft da sein wird, dass das in Zukunft geschehen wird. Generell deutet das Rad des Schicksals im Outcome auf positive Entwicklungen hin. Die Neun der Stäbe. Die Neun der Stäbe haben wir jetzt hier auch schon und es suggeriert hier tatsächlich, dass etwas in der Vergangenheit hier aus dem Ruder gelaufen ist, dass etwas nicht annehmlich war. Definitiv hat man hier mit den Neun Stäben, der Königin der Stäbe, ich interpretiere das als eure Energie, und hier mit den Liebenden und nochmals den Neun Stäben sieht man hier in der großen Konjunktion. Da ist nicht alles rund gelaufen. Da hat einer den anderen irgendwann belogen, betrogen, nicht mehr geliebt, nicht mehr gewertschätzt, nicht mehr geachtet. Also diese schöne Zeit, die anfangs präsent war, die verflog im Laufe einer gewissen Zeit. Möglicherweise hat man da Fehleranalyse betreiben können. Man hat sich gefragt, was schief gelaufen ist. Man hat sich vielleicht auch gefragt, was man hätte anders machen können. Das wäre alles wünschenswert, weil dann würde es sich um einen Menschen drehen und handeln, der versucht, aus seinen Fehlern zu lernen oder daraus schlau zu werden. Und viele Menschen machen sich darüber gar keine Gedanken, sondern schieben die Schuld stets von sich weg. Das muss hier nicht für jeden von euch dargestellt sein. In dieser ersten Sparte sieht man es aber sehr deutlich, dass es für viele wahrscheinlich ein derartiges Szenario hier ist. Nochmal das Rad des Schicksals. Ja, also ich habe jetzt hier schon mittlerweile 1, 2 und 3 Karten, die sich wiederholen. Meistens ist es dann so, dass die Kernaussage bereits getätigt wurde. Das Rad des Schicksals auf euch stellt hier genau das dar, was die Hauptenergie auch darstellt. Die Eigenwilligkeit. Auf dem Weg, auf dem ihr euch hier befindet, das Vorhaben, das ihr versucht in die Tat umzusetzen, soll auf eine ganz bestimmte Art erreicht werden. Es soll so, so und so funktionieren. Und es ist, versteht mich bitte nicht falsch, liebe Löwen, es ist absolut nicht verkehrt, einen Plan zu haben. Es ist nicht verkehrt, Vorhaben zu haben, Ziele zu haben. Ich halte das sogar für immens wichtig. Es heißt aber dann auch, dass man hier in der Spiegelung mit dem Rat des Schicksals auf die 5 der Kelche sich nicht
Ja, zurückwerfen lassen darf, nicht enttäuscht sein darf, nicht den Kopf senkt, wenn es mal nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Dann lassen sich nämlich viele Menschen sehr schnell entmutigen. Sie wollten was und dann passiert nicht das, was sie wollten. Ja, und dann geben sie auf und deklarieren das Ganze als gescheitert. Das wäre die eine Variante. Die zweite, sehr häufig angewandte Variante ist die Opferrolle. Man verfällt dann sozusagen in die Opferrolle. Das heißt dann, ja, ich habe das versucht, ja, ich habe dafür gebetet, ja, ich habe das manifestiert und es hat trotzdem nicht funktioniert. Gott muss mich hassen, das Schicksal muss gegen mich sein, ich bin der ärmste Mensch auf der Welt und ich igle mich jetzt ein und mache gar nichts mehr. Das ist die Opferrolle und viele Menschen verfallen in diese Opferrolle, wenn genau etwas derartiges passiert. Ich hoffe nicht, dass ihr in eine so derartige Opferrolle verfallt, sondern dass ihr weitermacht, dass ihr vielleicht sogar etwas mehr Toleranzspielraum bei dem einräumt, was auf euch zukommt, Bezug nehmend auf euer Ziel. Dass es eben nicht haargenau so laufen muss, wie ihr es gerne hättet. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen und ihr wisst, was ich euch damit ausdrücken möchte. Das Rad des Schicksals, die Liebenden und der Herrscher. Diese Konjunktion hier ist absolut eindrucksvoll. Es heißt hier, das passiert, was passieren soll, im zwischenmenschlichen Sinne, Bezug nehmend auf euer Gegenüber. Und viele von euch, die, wenn sie das Gegenüber steuern könnten, ja, dann würden sie etwas ganz Bestimmtes machen. Da man das Gegenüber aber nicht steuern kann, fühlen sie sich womöglich etwas hilflos, vielleicht auch etwas, ja, man könnte trostlos sagen hier in der Spiegelung. Das ist dieses, ich weiß nicht, was ich noch tun soll, damit mein Ziel, mein Wunsch, mein Traum in Erfüllung geht. Das ist diese Ratlosigkeit, die man hier auch gut und gerne in dieser Spiegelung sehen kann. Und angetrieben wird dieses Feuer, diese Leidenschaft, diese Ambition durch das hier, durch das, was man hier einst hatte und jetzt verloren hat und seither es händeringend versucht, wieder zu finden oder wieder aufzubauen. So muss man das Ganze hier zusammenfassen. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt es auf die persönliche Situation beziehen. Die Fünf der Schwerter. Die Fünf der Schwerter ist die ganz klassische Selbstmanipulation. Man geht hier manchmal von falschen Annahmen aus. Man hat hier ein Halbwissen, könnte man sagen. Man stellt etwas, was nicht unbedingt einen Fakt darstellt, aber als die Wahrheit dar. Und das ist etwas, was man definitiv sehr trickreich interpretieren muss. Das ist etwas, was schwierig, komplex und auch tiefsinnig sein kann. Also das kann hier einen größeren Umfang haben oder auch größere Auswirkungen haben. Ich nenne euch natürlich ein Beispiel. Fünf der Schwerter auf die Liebenden bedeutet, man glaubt, man hat hier jemanden gefunden, der oder die zu einem gehört sozusagen. Man war vom Vorfeld für diesen Menschen bestimmt und aufgrund dieser Überzeugung versucht man alles in die Wege zu leiten, um tatsächlich dann auch der Bestimmung nachzukommen. Wo man dann sagen könnte, ja, aber ich bin doch für diesen Menschen bestimmt, warum klappt es nicht? Die Antwort darauf ist recht einfach. Es klappt deswegen nicht, weil es noch nicht klappen soll. Punkt. Das ist die einzige Antwort, die man in dieser Situation dann tatsächlich auf Basis der Ereignisse geben kann. Und genau dasselbe, und das ist hier das Trickreiche, kann in eurem Gegenüber tatsächlich auch verankert sein, dass euer Gegenüber vielleicht den Eindruck hat, dass ihr nicht der oder die Richtige für ihn oder sie seid, es aber generell doch seid. Und das ist dann eine Realisation, das kann hier übrigens auch dargestellt sein, die erst in Zukunft für euer Gegenüber sozusagen wie eine Art, ja, man könnte sagen, wie Schuppen vor den Augen dann tatsächlich runterfällt. Das ist jemand, das erstmal kapiert werden muss, verstanden werden muss. Da braucht jemand eine Art Offenbarung oder eine Art Erleuchtung. Auch das ist hier ein Beispiel, was ich euch hier nennen kann. Liebenden, Liebenden, Fünf der Schwerter. Man geht hier von dem aus, was man gerne hätte, das der Wahrheit entspricht. So muss ich es leider etwas kompliziert formulieren. Und ich hoffe, ihr könnt es auf die persönliche Situation beziehen. Und ich hoffe, ihr versteht es auch nicht falsch oder es gerät auch nicht in den falschen Hals. Ich möchte hier nicht abschlagen, dass ihr vielleicht füreinander bestimmt seid, liebe Löwen. Das liegt hier sehr nahe, muss ich fast schon sagen. Denn ich habe hier sechs Kelche, ich habe eine doppelte Liebenden, ich habe einen Rat des Schicksals, ich habe einen Herrscher. Wenn ich jetzt noch eine Herrscherin kriegen würde, dann habt ihr es hier definitiv mit einer sehr engen zwischenmenschlichen Verbindung zu tun, um nicht von einer schicksalshaften Verbindung zu sprechen. Auch neun Kelche, zehn Kelche, zehn Münzen vielleicht auch, könnte jetzt hier, oder zwei Kelche, könnte jetzt hier auch noch so ein Szenario sein.
die Herrscherin. Ja, sogar im direkten Bezug zueinander. Also für die allermeisten von euch, liebe Löwen, glaube ich, dass zwischen euch und eurem Gegenüber hier in der Vergangenheit bereits etwas passiert ist. Ich glaube nicht, dass es sich hier um einen Menschen dreht und handelt, den ihr nicht schon kennt. Es wird hier für die wenigsten das Idealbild eines Menschen sein. Das kann natürlich sein, aber für die allermeisten meine ich, ihr habt da schon eine gemeinsame Vergangenheit hinter euch. Und mit den Neun der Stäben ist das sehr deutlich dargestellt, aber auch so dargestellt, dass es nicht unbedingt am Ende dann die erfüllendste Zeit war. Ich sehe hier natürlich sehr schöne und positive Zeiten, aber ich sehe mit diesen Neun der Stäben hier, dass einer den anderen verletzt hat, dass möglicherweise ihr euch beide gegenseitig verletzt habt, sei es dann eine Entscheidung, die getroffen wurde, sei es eine Veränderung, die ihr beide oder einer von euch beiden durchlebt habt. Das ist etwas, was natürlich sehr individuell gedeutet werden kann und ich auch nur Vermutungen anstellen kann, weil was genau da in der Vergangenheit passiert ist, darum geht es hier erstens mal nicht und zweitens mal ist das hier etwas, was ich nicht sehen kann, was ihr nur auf die persönliche Situation beziehen könnt. Aber was das Vorhaben angeht, ist eine Neuauflage dieser schönen vergangenen Zeit. Aber diese Neuauflage, die wird jetzt damit nicht gewährleistet, indem man hier aufeinander zugeht, sich entschuldigt und dann so tut, als wäre nie etwas gewesen. Das hätte man vielleicht gerne, nochmal sprechend von der Eigenwilligkeit. Es heißt aber nicht, dass es dann genau so kommen wird. Und es wird so passieren, wie es passieren soll. Und es wird dann passieren, wann es passieren soll. Eine andere Antwort kann ich euch da tatsächlich nicht drauf geben. Ich kann natürlich Vermutungen anstellen, das ist ganz klare Angelegenheit. Aber nicht nur die Wege des Herrn sind unergründlich, sondern die Wege des Schicksals sind sehr vielseitig. Die drei der Kelche. Und gerade rede ich von einer Wiedervereinigung. Ja, also das kann ich mir hier gut und gerne natürlich vorstellen. Die drei der Kelche, das ist dieses zwei Menschen, deren Wege sich getrennt haben, sollen hier wieder zueinander finden. Das mag euer Anliegen sein, das mag das Anliegen des Gegenübers sein, dann werden hier die Rollen vertauscht. Definitiv will das hier jemand. Und mit den drei der Kelche auf die zwei der Schwerter ist es unter Umständen möglich, dass das passiert. Aber diese Umstände, das sind eben jene Konstellationen, jene Entwicklungen, jene Wege, mit denen man nicht unbedingt konform geht. Nochmals gesagt, es wird das passieren, was passieren soll, und es wird so passieren, wie es passieren soll. Und das muss nicht immer jedem gefallen, wie es passiert. Aber das macht es nicht weniger wertvoll in meinen Augen. Wie gesagt, das kann mit Verbissenheit hier bei manchen von euch, bei manchen von euch tatsächlich dann auch abgerundet werden oder so genannt werden. Der Teufel ist hier im Outcome. Der Teufel stellt eine gewisse und besondere Schwere in dieser Situation dar. Es heißt, es herrscht hier wirklich ein starkes Vermissen. Es herrscht hier bei manchen von euch auch das Empfinden, ohne einem ganz bestimmten Menschen an der Seite nicht glücklich sein zu können. Für manche ist das vielleicht etwas zu hoch formuliert. Für manche dürfte das wahrscheinlich genau passen. Auch dieses Empfinden kann von eurem Gegenüber natürlich auskommen. Ich habe hier den Teufel im Outcome. Das heißt, es werden hier noch Ängste zu überwinden sein. Es werden hier noch Hürden und Barrikaden zu nehmen sein. Es kann hier gut und gerne sein, dass jemand über den eigenen Schatten springen muss. Möglicherweise muss hier auch Selbstarbeit noch betrieben werden, dass hier jemand erst einmal wirklich damit abschließen muss, was da in der Vergangenheit passiert ist, darüber hinwegkommen muss, es verstehen muss, es akzeptieren muss. Man kann hier gut und gerne tatsächlich von auch diesen fünf der Schwertern auf die Liebenden sagen, es hier sehr, sehr gut von diesem Idealweg ablassen. Dieses My Way or the Highway. Und es ist natürlich Englisch, das heißt entweder so wie ich will oder gar nicht. Dann soll es irgendwie passieren. Aber ich bevorzuge es auf meine Art zu tun. Und das ist etwas, was festgefahren sein kann. Ich sprach schon von einem Tunnelblick. Und ich persönlich habe auch schon die Erfahrungen gemacht, es ist nicht immer gut, etwas auf genau eine Art und Weise zu wollen und es unter anderen Umständen dann nicht zu wollen. Es ist, viele Wege führen nach Rom, ist auch so eine Art Sprichwort, was man hier gut und gerne anführen kann. Und es wird hier passieren, so wie es passieren soll und wann es passieren soll. Ob es einem passt oder nicht, um es jetzt mal ganz salopp auszudrücken, das kann hier auch im Teufel so dargestellt werden. Ich sehe hier Entwicklungen, die ich mir jetzt natürlich auch im weiterführenden Reading genauer anschauen möchte, liebe Löwen. Ich hoffe,
über die ganze Situation hier noch etwas mehr in Erfahrung bringen zu können. Ich hoffe, dann noch mehr Einblicke gewährleisten zu können, noch mehr Details zum Vorschein zu bringen. Und solltet ihr euch hier in einer derartigen Situation befinden, liebe Löwen, eine derart vielleicht sogar sehr starke Verbindung mit jemandem zusammen empfinden oder auf jemanden bezogen empfinden, wie Herrscherin, Herrscher, Liebenden, Sexkelche, nochmal Liebenden, Rat des Schicksals, doppelt. Also viele von euch haben es hier mit einer derart starken Verbindung zu tun. Und wenn das so ist, wenn ihr mit diesen Energien etwas anfangen könnt, wenn das Reading hier resoniert, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne das weiterführende Reading anschauen. In der Infobox unten der erste Link direkt würde euch dorthin führen. Ihr müsst dem natürlich nicht nachgehen. Über einen Like würde ich mich sehr freuen unter diesem Video, wenn es euch gefallen hat, genauso wie über ein Abonnement, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen, mir kommt es sehr zugute. Euch passiert natürlich nichts Negatives dadurch. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Februar weiterhin. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.